Kein Thema. Einmal das hier einsammeln, bitte. Dankeschön. Du bist toll, Harry. Und jetzt? Hä? Hä? Hallo? Hä? Kletter weiter, Harry. Du bist so cool. Hätte ich doch nur meine Kamera. Ja. Sind wir hier vielleicht auf die andere Seite, um weiterzukommen? Ey, lieb sein. Ja, okay. Dann müssen wir es hier erst reparieren, ja? Reparo! Ah ja. Du bist fast oben, Harry. Sei schön lieb, nicht einen Rafiki ärgern. Pilu? Nicht einen Rafiki ärgern. Ja, irgendwas stimmt da doch immer noch nicht, oder? Oder können wir Akio einsetzen? Aber dann ist die Frage, wo geht es da noch weiter nach oben? Oder so. Danke, Harry, du bist der Größte. Und hatte so vorsichtig runterzulassen, aber einfach hochgeworfen. Wie kommen wir jetzt runter? Ach so, einfach nur. Ah ja, okay. Eigentlich relativ einfach. Aber man hat halt jetzt gesehen, dass wir die Röhre oder das Rohr gar nicht mehr nach oben klettern brauchen, weil es da oben einfach gar nichts mehr gab. Ja, jetzt müssen wir den Weg aber nochmal gehen. Warum kann er sich ja nicht einfach fallen lassen? Dim, 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 dim. Wow, na, wunderbar. Harry, danke, du bist toll. Könnte ich doch nur so gut zaubern wie du. Ha, wenn ich das Dennis erzähle. Harry Potter hat mir geholfen, meine Kamera zu holen. Er wird platzen vor Neid. Kannst du ihm erzählen, wie du meine Kamera geholt hast? Harry wird es ihm vielleicht erzählen, wenn du ihn zum DA-Treffen mitbringst. Ja, natürlich. Ich werde kein Treffen verpassen. Harry, du bist ganz bestimmt ein toller Lehrer, da bin ich sicher. Komm zum Raum der Wünsche, im 7. Stock. Ja, okay, ich komme. Kann ich meine Kamera mitbringen? Hm, wohl eher nicht. Fotos von einem Geheimtreffen sind wohl nicht so gut. Dann bringe ich sie nicht mit. Kein Problem. Danke nochmal, Harry. Bis dann, ja, tschüss. Ist ein Nervkopf. Ich glaube, er hat zu viele Schokofrösche gegessen. Ich glaube auch. Und sein Bruder ist noch schlimmer. Naja, wenigstens glauben Sie, Harry. Wir müssen so viele Leute wie möglich auf unsere Seite ziehen. Hallo, Filu. So, und jetzt können wir am besten da irgendwie genau... Colin ist jetzt da? Warum auch immer. Ja, Ginny ist aber am gleichen Ort wie Colin. Ja. Okay. Du, 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 du. Ja. Du kommst immer haust ab und kommst wieder haust wieder ab und kommst und haust wieder ab. Du bist so ein Nervkopf. Du machst das extra nur, um zu nerven. Weil du wieder essen willst, ne? Ja, komisch. Immer wenn du satt bist, wenn du gerade gegessen hast und satt bist, machst du sowas nicht. Komisch, komisch, komisch. Hi.
Ja, wo lang? Hier rüber? Okay. Ich bin kein Mann der großen Worte, habe selten was zu sagen. Such dir einen anderen. Hier rein. Der Akku für den Controller ist leer. Oh, super. Pilu, jetzt muss ich dich einmal runterschmeißen. Ich brauche nämlich ein Aufladekabel. Das sieht eventuell gut aus, wenn das Kabel lang genug sein sollte. Sieht er jetzt? Wir merken. Das Kabel reicht von der Länge schon mal her. Kann man irgendwie gucken, ob der jetzt lädt? Sieht er nach Laden aus? Keine Ahnung. Werden wir ja merken, ob er ausgeht oder nicht. Die sehen nicht nach Erstklässler aus. Hä? So, Raum der Wünsche. Da wollten wir aber erst hin, wenn alle da sind. Upsi. Ach so. Deswegen sind die auch am gleichen Ort. Ich verstehe. Okay, Smith. Und da ist klar, Dean ist auch genau da. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal zu Umbridge. Immer auf die Treppen warten muss. Sehr furchtbar. Hallo, Treppe? Treppe? Hä? Hä? Jetzt dachte er auf einmal hier lang? Okay, keine Ahnung. Ja, lass mich doch durch und hör auf rumzustöhnen.
Spielo. Komm her. Komm. Hin. Ja. Stopp, was war hier? Was? Konnten wir hier irgendwas drücken? Das ist einer der Korridore, die zum Honigtopf führen. Ah, cool. Schade, dass einige der Korridore versperrt sind. Die Hauselfen könnten sich eigentlich darum kümmern. Wie wär's, wenn du sie freiräumst? Wieso sollte ich? Ich bin doch kein Hauself. Aber Vertrauensschüler. Taucht ihr wieder ab und gleich kommt ihr wieder. Der Nervkopf, ey. Zurück? Hä? Warum wollen die zurück, die Fußspuren? Hallo? Noch lieber als Umbridge. Tatsächlich ja. Aber was sagen denn die Fußspuren jetzt hier? Hä? Verstehe ich nicht. Hä? Ja. Ja, was sagst du dazu? Das ist schwerer als ich dachte. Schau auf der Karte nach, wer noch fehlt. Hä, warum? Ich habe alle DA-Mitglieder auf dem schwarzen Brett aufgelistet. Sieh nach, wer noch fehlt. Hm? Wir können ja nichts machen, oder was? Ja, komisch. Depulso! Werwölfe? Umbridge unterrichtet sicher die Drittklässler. Sie hat vor 2 Jahren ein Anti-Werwolf-Gesetz ausgearbeitet. Deshalb bekommt Professor Lupin jetzt keine Stelle mehr. Ich meine, das sind alles ganz coole Easter Eggs und Sachen, sowas, die wir hier finden, ne? Aber ich verstehe das mit den Fußspuren hier gerade nicht, weil die sagen, wir sollen hier hingehen. Dann überspringen wir Umbridge erstmal. Keine Ahnung, ey. Und dann gehen wir zu Filius Flitwick. Machen wir das mal als nächstes. Keine Ahnung. Sehr merkwürdig. Alles klar. Nach oben. Ach so, wir sollen wieder diesen Zwischengang da nehmen oder was? Eieiei. Ja, ja, okay. Wasserspeier. Habt ihr von dem Squib gehört, der 500.000 Galleonen gewonnen und alles in Kleingeld getauscht hat? Sein Name ist Knute! Den verstehe ich nicht. Tschüss. Selber tschüss. Hallo Flitwick. Ich hoffe, Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht und sich intensiv mit dem Thema Gegenzauber beschäftigt. Vergessen Sie nicht,
Ihre ZAG-Ergebnisse sind enorm wichtig für Ihre Zukunft. Ja, ja. Ja, natürlich, Professor. Nur noch einen Gegenzauber, dann kann ich meinen Aufsatz abgeben. Ja, geht mir genauso. Ich kann dir da ein ganz tolles Buch empfehlen. Große Errungenschaften der Zauberkunst. Aber es ist ausgeliehen. Wir müssen herausfinden, wer es hat. Eieieiei, immer mehr Aufgaben hier. So. Da kommen wir gerade her. Und dann gehen wir jetzt erst zu Dean Thomas. Hier lang, ja. Dann gleich zu Zachariah Smith und dann zu Sprout. Und dann schauen wir mal, was das Spiel uns so sagt. Hi. Nächstes Mal will ich unbedingt nach Hogsmeade. Kommst du mit? Warum zeigen die uns das jetzt hier schon wieder? Ja, was? Wer hat wen aufgehangen? Was? Wenn Sie hier wirklich was verbessern wollen, sollten Sie die Gryffindors nach Hause schicken. Wer hat wen aufgehangen? Hä, hab ich richtig gehört? Sind das die Hausaufgaben für Geschichte der Zauberei? Ja, wir müssen 5 sprechende Wasserspeier auflisten. Ich habe in Geschichte von Hogwarts nachgesehen, aber nichts gefunden. Ich kann mich nicht erinnern, dass Binns was von Wasserspeiern erzählt hat. Er ist so öde. Gib mir mal deine Notizen, Hermine. Nein! Na super. Gibst du mir Bescheid, wenn du alle gefunden hast? Das wäre prima. Gut, mach ich. Wir müssen die Augen und Ohren offen halten. Wir haben schon 3 Stück gefunden. Überall in Hogwarts sind Wasserspeier, aber nur wenige sprechen. Ah, okay. So, wer hat jetzt nochmal wen aufgehangen? Hier müsste irgendwo ein sprechender Wasserspeier sein. Ja, da. Immer schon welche sind gefunden. Sind Sie ein sprechender Wasserspeier? Sprichst du immer mit Leuten, von denen du denkst, dass sie nicht sprechen können? Normalerweise spreche ich gar nicht mit Wasserspeiern. Viele Wasserspeier sind dir bestimmt sehr dankbar dafür. Danke, dass Sie mit uns gesprochen haben. Gehen wir. Ich schien nicht besonders glücklich zu sein. Einen nicht gerade. Nicht gerade. Halt die Klappe. Du warst das. Slytherin holt den Pokal. I don't know. Okay, ich sehe hier niemanden aufgehängt. Folgen wir den Fußspuren. Achso, das war ja Dean schon, ne? Stimmt ja. Dann wollen wir jetzt zu Zachariah Smith. Smith. Und schön feurig bleiben. Bleibt feurig. Hallo, Feuergruß. 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 Also nur weil uns ein Lehrer gerade zuguckt, kannst du ruhig wieder sprinten hier. Für Professor Snapes Aufsatz brauchst du Zaubertränke und Zaubergebräue. Oh, toll. Zachariah Smith. Müssen wir ihm unbedingt sagen, wo das Treffen ist? Jetzt, wo er über die DA Bescheid weiß, müssen wir ihn wohl fragen. Müssen wir wohl. Wir haben später ein Treffen. Ich habe noch zu viel zu tun und die Schule geht vor. Dafür habt ihr sicher Verständnis. Natürlich. Wenn wir dir bei den Hausaufgaben helfen, kommst du dann zum Treffen? Was? Psst, ich denke schon. Aber ich brauche unbedingt das Monsterbuch der Monster. Also gut, wir besorgen es für dich. Hermine! Suchen wir jetzt das Monsterbuch der Monster. Eieiei, immer mehr Aufgaben. Ja. Der Monster müsste hier irgendwo sein. Das ist doch schon. Das ist das Buch, das gut, Harry. Jetzt nicht wieder abhauen hier. Oh, wir haben's schon. Ja, easy. Hä, das hätte sich auch irgendwie selbst holen können, oder? Hier. Jetzt auf zum DA-Treffen. Keine Chance, ich steck bis zum Hals in Arbeit. Boah. Ja, aber du hast gesagt. Hol mir etwas Mega-Power-Trank aus dem Krankenflügel. Dann kann ich teilnehmen. Prima. Ist nicht wahr. Was hier mit dem Buch jetzt für Zaubertränke? Müssen wir doch jetzt auch irgendwo herkriegen, oder nicht? Wenn er weiter nervt, landet er im Krankenflügel. Oh. Ja, wir sollten das Buch suchen, von dem du gesprochen hast, Hermine.
Ich kann einfach so reinspazieren, ohne Konsequenzen zu erwarten. Der Wahnsinn. Ja, wo ist es? Hä? Hm? Ich heiße Zachariah Smith. Ja, aber... Keine Ahnung. ja, hier finden wir aber auch nichts weiter, ne? Hier noch irgendwo was? Okay, keine Ahnung. Ja, dann, weiß ich gerade auch nicht. Da waren wir zumindest schon mal. Dann gehen wir jetzt einfach mal zu Sprout. Irgendwie gerade alles ein bisschen verwirrend. Verwirrend. Hi. Hallöchen, alles klar. Alles okay, Harry? Alles klar. Hi, Harry, alles klar. Warum mussten die mich ausgerechnet hier aufhängen? Was haben wir jetzt? Das hat ein Gemälde gesagt mit, warum mussten die mich... Wir müssen die Raunenwurzel finden. Müssten die mich ausgerechnet hier aufhängen. Okay, WTF. Ich dachte, das hat ein Schüler das gesagt. Das ist Raunenwurzel. Wahnsinn. Die Dinger brüllen ja noch lauter als Ginny beim Quidditch-Spiel. Wir brauchen Bogenschützer, Harry. Irgendwo im Gewächshaus müssen welche sein. Ja. Ohne das geht es nicht. Denk mal dran, was im zweiten Jahr mit Neville passiert ist. Ja, und jetzt? Sehr cool so. Hä? Oder sind das die Dinger hier? Hä? Ja, die hat doch gerade gesagt, dass das hier Alraunenwurzeln sind. Und ich weiß ja auch, dass das hier eine Alraune ist, aber was sollen wir jetzt machen? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Was war das denn jetzt? Lull, keine Ahnung. Aber kurz die Verbindung zur Playsee verloren oder was? WTF? Was sollen wir denn jetzt machen? Sehen wir in der Bibliothek nach. Wie sehen wir in der Bibliothek nach? Willst du mich verarschen? Wir können die Dinger jetzt abnehmen. Oh. Okay. Was? Ich hab gesagt. Was? Wie auch immer. Wir können die Dinger jetzt abnehmen. Schrei doch nicht so. Also gut, bringen wir das Zeug zu Ernie, damit er rechtzeitig fertig wird. Doch hier lang. Ich folge jetzt einfach mal den Fußspuren. Mal gucken, wo es als nächstes lang geht. Huch! Das ist ja Sprout. Moment, wir wollen doch noch mal mit ihr reden. Potter, Weasley und Miss Granger, haben Sie Ihre Hausaufgaben schon gemacht? Sie müssen für morgen Ihren Aufsatz über selbstdüngende Sträucher fertig haben. Vergessen Sie nicht, dass das Ihr Zackjahr ist. Ja, Professor Sprout. Wie könnten wir unser Zackjahr vergessen? Die Lehrer reden doch von nichts anderem. Wo finden wir nur ein Buch über selbstdüngende Sträucher? Neville wird's dir erklären. Suchen wir nach ihm. Komm schon, Harry. Achso, das waren die Fußspuren, ne? So. Tja. Erledigen Sie zu ihr. Sie drei geben doch.
Ja, das Problem ist jetzt, nachdem wir die Aufgaben so gesehen gestartet haben, sollen wir jetzt zum Beispiel Neville und so finden, aber ja, wo soll der denn sein? Ich dachte, der wäre beim DA-Treffen. Okay, ah nein, verdammt. Was wir jetzt machen ist, wir gehen zum Raum der Wünsche und gucken mal, wie es da weitergeht. Weil es nur noch Ginny und, ja gut, Umbridge und Colin, ne? Ja. Der Rest ist irgendwie schon aktiv. Aber wir haben natürlich jetzt alle Quests irgendwie gestartet. Was aber natürlich doof ist, ist, dass... Ja, wir jetzt natürlich nicht mehr wissen, was wir alles für jede Quest machen sollen. Klar, für manche jetzt, für einen sollen wir ein Level finden. Für den anderen sollen wir nochmal zu Snape oder so, I don't know. Ja. Lodernde Ohrwürmer. Sie sind überall. Die sind überall. Wie er durch den Geheimgang wollte. Bum 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 bum. Hast du gesehen, wie viel McGonagall uns aufgegeben hat? McGonagall gibt doch keine Hausaufgaben, kann ich mir nicht vorstellen. Ist ja Quatsch. Magst du keine Geheimnisse? Doch, doch. Ich kann dir viele verraten. Kommen wir später nochmal vorbei. Ich weiß, wir haben viel freigeschaltet. Aber kommen wir später nochmal vorbei. Sehr nette, nette Treppe. Liebe Treppe. Nein, wir wollen. Wohin? Doch, da. Ich dachte, wir wollten in den Raum der Wünsche. Ach so, Ginny ist gar nicht im Raum der Wünsche, nur Colin. Oh. Ja gut, dass wir Ginny nochmal ausgewählt haben. Umbridge hat ein paar der Sachen von Fred und George beschlagnahmt. Filch meint, es handelt sich um Liebestrank. Was wollen Fred und George mit Liebestrank? Es ist kein Liebestrank, du Troll. Es ist Doxygift. Für Nasch- und Schwänzleckereien. Wir müssen die Flaschen zurückholen, sonst fliegen die beiden von der Schule. Sie stehen in Umbridge Vorratsraum. Harry, kannst du sie mit deinem Tarnumhang holen? Ja klar, ich hole ihn aus dem jungen Schlafsaal. Hey, du da unten. Na los, stell dich irgendwo drauf. Hä? Was? Wie jetzt? Hallo? Ei! Die stelle ich irgendwo drauf. Hier auf den Tisch? Alles fit, Kumpel? Hey. Wer sagt das denn? Ja, ich bin beim Kamin. Hallo? Ja, und warum soll ich mich dann irgendwo draufstellen? Hä? Kann ich mir vielleicht deine Geschichte der Zaubereiaufsatz leihen? Ich bin letzte Stunde eingeschlafen. Nein, tut mir leid. Hey! Ja, was denn? Wer sagt das denn? Hallöchen, Harry. Hi. Du bist Harry Potter, stimmt's? Ach, du bist das oder was? Oder auch nicht, I don't know. Hier drüben, bei der Tür. Junge, willst du mich jetzt verarschen oder was? Depulso! Hey, taube Nuss, ich bin das... hier oben. Ja, aber... Wie soll ich mit dir reden? Okay, Moment. Moment. Nein. Wingardium Leviosa. Entschuldigung, Krummbein. Ja, Mann. So, wir stellen den hier weg. So, wir nehmen den Tisch. So machen wir das jetzt. Entschuldigung, Ron. Kletter hier hoch. Ja, boah, wie er mich nervt. Nee, das lohnt sich jetzt nicht, mit dir zu quatschen. Du hast vielleicht eine lange Mai, Leitung. Mai, oh Mai, halt der Klappe da. Ich habe deinen Schnatz gefunden. Ich selbst habe meinen aber in einem der Porträts hier verloren. Wenn du meinen Schnatz findest, gebe ich dir deinen. Okay?